So, herzlich willkommen, meine lieben Leute, bei einem neuen Unboxing von mir. Ich bin's, euer Juicy the Giant. Also, meine lieben Freunde, ich habe heute was ganz Schönes vorbereitet. Und zwar habe ich hier einmal eine Collector's Edition von Pokémon mit dem Pack Sonne und Mond Teams in Triumph mit drei Booster Packs, einer Promokarte und zwar Ultra Necrozma und natürlich eine Volnona Münze. So Leute, dann haben wir hier noch ein Glurak Starterdeck und das werden wir auch nochmal schön angucken. Und dann natürlich noch hier drei Booster von Sonne und Mond, Echo des Donners. Und wir haben dann noch zwei einzelne Booster von Teams in Triumph und Stunde der Wächter. Okay, meine Freunde, wir fangen jetzt erstmal an mit dem Starterdeck mit Glurak. Und warum ich das geholt habe, ja, normalerweise hole ich die Starterdecks nicht, aber Leute, ganz ehrlich, Glurak, Ehrenmann. Glurak, Ehren-Pokémon, Digga. Also Leute, wir haben hier... Hier haben wir Glurak, ja, zwei Gluraks, zwei Glutexo, drei Glumantas, zwei Galoppa, drei Ponitas, zwei Nidoqueen, Nidorina zweimal, Nidoran männlich, weiblich, sorry, dreimal, Porenta dreimal, Rokkos Durchhaltevermögen. Also es ist nur ein Starterdeck, Leute. Wie gesagt, und ich mache es mal jetzt kurz auf. Das muss, glaube ich, hier aufmachen, Digga. Ja, ich versuch's nicht arg zu kaputt zu machen. Weil das macht sich schön, auch schön in einem Regal, Leute. Oh, ja, scheiße. Ja, Leute, ihr seht, es kaputt. Oh, Mann. Egal. Wir haben ja immer noch die Promokarte. Und zwar Glurak. Seht ihr es nochmal? Mit einer Glurak-Münze. Und Leute, ja. Oh, okay. Also ich habe keine Ahnung von dem Spiel. Ganz ehrlich, ich sammle die Karten nur. Und solche Teile, kein Plan, was das ist. Sintflutkanone, alles klar. Okay, das ist nochmal ein bisschen eine Anleitung. Oh, oh, das ist schon mal schön. Eine Glurak-Kartenbox. Nice. Also das gefällt mir auf jeden Fall. Stecke ich mir in den Schrank rein. Hier haben wir nochmal einen Online-Code. Leute, ihr könnt es einlesen, wenn ihr das wollt. Ich brauche das nicht. Also nochmal hier angucke. Könnt ihr aufladen. Der Erste, der das auflädt, hat gewonnen. So, jetzt gucken wir uns mal genauer die Karte an von Glurak. Hier das wunderschöne Artwork. Glurak Holo. Mit brünnenden Entschluss und Dauerbrandball. Eine wunderschöne Karte. Packen wir uns mal hier weg. Und dann gucken wir uns nochmal die Münze an. Nochmal eine wunderschöne Münze von Glurak. Sieht doch echt schön aus, Leute. So. Jetzt gucken wir uns nochmal kurz die Karten hier an. Oh. Okay. Ja, wir haben hier schöne Feuerenergien, Ponita, oh, guck mal, Glutexo, schönes Artwork. Dann mal ein Timerball, nochmal Feuerenergie. Oh, guck mal, das putzige Glumanda an. Ein Porenta, Nachahmerin, Energie, Tausch, Nidoran, oh. Oh, Leute, guck mal dieses Artwork auch von diesem Nidoran. Richtig, richtig schön. So. Achso, wenn ihr... Oh, nochmal ein Glurak. In... Ja, Rare. Normal. Und Galoppa. So, Leute, wenn ihr euch wundert, wo ich bin gerade wieder beim Abi. Bisschen Unboxing machen wegen Stativ. Fresh. Und hey, ihr seht ja hier nochmal Glumanda, sind ja hier Professor Kukui. Also, echt, Leute, ich brauche diese Karten. Jetzt Starterdeck. Also ich spiele das Spiel nicht, also ich sammle es nur und ich brauche diese Karten nicht. Leute, wenn ihr diese Karten haben wollt, dann schreibt in die Kommentare eine Zahl von 1 bis 50
Und der, wo am nächsten an meiner Zahl dran ist, hat gewonnen. So, Leute. Also ich denke mal, ich werde auch weiteres noch verlosen. Wir machen jetzt dieses Pack hier auf. Und da werden wir schon mal was viel krasseres sehen. Und Leute, wenn ihr wollt, die Promokarten werde ich höchstwahrscheinlich auch verlosen, weil die Promokarten sind nichts wert und ich sammle nur Karten, die was wert sind. Ja, deswegen schreibt in die Kommentare eine Zahl von 1 bis 50 und ihr habt eine Chance, die Sachen zu gewinnen. Und Voraussetzung natürlich, ihr müsst Abonnent sein von mir, müsst meinen Kanal abonniert haben, ein Like da lassen, einen Kommentar schreiben und natürlich auf Ehrenbasis die Glocke zu aktivieren. Und Leute, nochmal auf Ehre, nochmal ein Code für euch. Hier, guckt euch an, Leute. Den Code. Nur für euch. Nur für euch auf meinen Nacken. Die Karte Ultra Necros, mal die Ultra Bestie. Mal dieses wunderschöne Artwork an. Wie das glitzert. Leute, ich packe diese Karten sogar noch in eine Folie ein. Damit die nicht so aussieht wie die hier jetzt. Die ist schön gebogen. Hier haben wir nochmal eine Volnona-Münze. Sieht auch richtig schön, sick aus. Und Leute, ganz ehrlich, diese Promokarten, die ich habe, also auch Glurak hier, ja, auch Glurak hier, werde ich auch verlosen. Also Leute, ganz, ganz wichtig, abonniert, lasst ein Like da und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr die Verlosung nicht verpasst. Okay, Leute, also, jetzt geht's los. Ach so, und apropos, nochmal zur Verlosung. Die zwei Münzen werde ich auch verlosen. Okay? Näheres dazu, aber erst am Ende. So, Leute, jetzt kommen wir zu den Highlight-Packs hier, Teams in Triumph. Ich denke mal, wir fangen an mit dem Ehrenbruder Bisaflon und Celebi. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Tag- und Kartentrick funktioniert, aber ich versuch's mal. Ich denke mal, es waren 3 Karten, also Ehre. Leute, nochmal ein Logo für euch. So, 1, 2, 3 Stück waren es, glaube ich. So, wir haben eine Wasserdisk. Dann haben wir Amnitas. Ein Kangama. Fifien, Nidoran, nochmal das schöne Artwork von dem Nidoran, mal wie putzig das aussieht. So, dann, oh, ein Pampam, ein Voltoball, ein Klavion, oh, hier haben wir ein Ammonitas Rare, und was verbirgt sich dahinter? Es ist ein Pandrago. Und nochmal die Energie. Also ich habe den Kartentrick richtig. Nee, ich muss 4 Karten machen bei den neuen. 4 Karten bei den neuen. Alles klar. So, Leute, das nächste Pack geht auf. Oh, die Packs machen Auge. So. So, Leute, und ich bin mit Pokémon aufgewachsen. Hier nochmal auf Ehre für euch. Ein Code. Der Schnellere wird gewinnen. 4 Stück. So. Da haben wir eine farblose Energie. Oder Metall, keine Ahnung. Ein Elesaat. Sabrinas Vorschlag. Ein Mizunda. Sorua. Ein schönes Hollyu. Oh, ein Watzapf. Ein Elektro-Pokémon. Elizeba. Ein Paras. Oh, da haben wir eine Trainerkarte. Yasu. Und ein Alola Geowatz. Aber auch ein wunderschönes Artwork. Alola-Karten sind immer cool. So, Packlack ist noch nicht da. So, das letzte Pack,
Teams in Triumph kommen. Zekrom und Pikachu bringt mir Glück. Alles liegt in eurer Hand. Und da haben wir schon mal eine wunderschöne Karte hier. Und hier nochmal Leute, einmal bitte den Code eingeben auf meinen Nacken. Und nicht vergessen, abonnieren und ein Like da lassen wegen der Verlosung, Leute. Also nicht verpassen, ey. So, hier haben wir eine wunderschöne Wasserenergie. Oh, ein Enteron. Guckt mal dieses Artwork an. Ich liebe dieses Pokémon. Da haben wir nochmal die Pflanzendisk. Ein Kokuna. Ich glaube, das. Ja. Ich sag nichts dazu. Oh, guckt mal die schlafende Shiggy an. Richtig ehrenhaft. Shiggy. Wir haben einen Tentacha. Ein Slimer. Ein Taubsi. Oh, ein Dratini. Emolga. Und ein Tauboss. So. Ich würde mal sagen, wir lassen diese Teams in Triumph. Lassen wir mal auf Seite. Die kommen als letztes. Und wir machen jetzt erstmal Sonne und Mond, Sturm. Stunde der Wächter. Ja, Sturmröte habe ich leider nicht gefunden, sonst hätte ich das geholt. Weil Sturmröte ist echt was Geiles gewesen. So, Leute, nochmal für euch, nochmal ein Code. Stunde der Wächter. Bitte einlösen. Und lasst auf Ehre ein Abo und ein Like da. Ich glaube, es waren drei. Wir haben ein wunderschönes Machoke. Ein Lamus. Oh, guck mal dieses Artwork an. Einfach nur crazy. Hier, die Muschel. Ein Kurmada. Ne, Kukmada. Ja, ein Mada, der guckt. Ein Tarnel. Oh, ein wunderschönes Alola Vulpix. Ein Phlegmon. Ein Macholo. Iguana. Oh, wir haben hier ein wunderschönes Pandrago und ein Cherogel. Ja, also die Holos werde ich auf jeden Fall. Nee, es ist gar kein Holo, es ist eine Rare. Die Rares packe ich jetzt mal kurz hier hin. Ja, ich glaube, mehr waren es gar nicht, oder? Also es ist immer eine Rare-Karte in dem Pack drin. Immer. Grundsätzlich ist eine Rare-Karte immer dabei. Aber eine Holo kommt immer nach der Rare. So, Leute. Das nächste Pack. Jetzt Echo des Donners. Hier nochmal, Leute. Ein Code Sonne und Mond. Echo des Donners. Wer das Spiel spielt, benutzt den Code. Nicht vergessen. So. Hier, Karten. Ja, jetzt war der Kartentrick richtig. So. Wir haben hier einmal die Feuerenergie, ein Lorblatt, Mogelbaum, Kontergewinn, Flunschlick, ein Lavita, oh, ein Lichtel, ein Endivie, Natu, Kräutermischung und ein Knuddeluff. Leute, heute ist das Packlack nicht auf meiner Seite. Also wenn ihr nochmal so ein Video sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und vielleicht zeige ich auch noch meine Kartensammlung, die ich habe. Mit meinen besten Karten, die ich gezogen habe. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. So Leute, nochmal auf wunderschöne Ehre. Ein Code für euch. So, wir haben nochmal 1, 2, 3, 4. Wir haben die Fee-Energie, den Feenschmuck, Mantax, Geduldhammer, ein Veniko, nochmal ein Lavita, Tangela, Ninkada,
ein Lampi, ein Gardevoir. Und jetzt bitte, komm, Packlack. Packlack, ein Holokaporiki. Nice. Und natürlich das Secret Rare Gardevoir. Okay, packe ich auch hier drauf. Also wir haben eine Holo gezogen, keine GX, aber wenigstens erstmal ein Holo. So Leute, wir haben noch 3 Packs. So Leute, ihr kriegt jetzt nochmal auf meinen Nacken nochmal einen wunderschönen Code von mir. Löst ihn ein und ihr wisst Bescheid, Leute, was ihr machen müsst. Ein Abo da lassen, ein Like und nicht vergessen, Glocke aktivieren. Dann macht ihr automatisch, also ihr macht automatisch bei dem Gewinnspiel mit, wenn ihr einen Kommentar da lasst, mit einer Zahl von 1 bis 50. Und der, wo am nächsten dran ist an dieser Zahl, hat etwas gewonnen. Ich werde das aufteilen, ja, also ich habe hier 5 Sachen zu verlosen. Ich denke, ich werde mal gucken, was ich mache. Vielleicht 2-3 Gewinner raussuchen, ja, die am nächsten an der Zahl dran sind. Und werde dann versuchen, Kontakt aufzubauen mit diesen Personen und werde die dann verschicken. So Leute, also es geht weiter mit Kampfenergie. Nirgendwo Mixer. Ein Flexfänger. Ein Capoeira. Dann haben wir einen Knirrfisch. Dedenne. Ein Feuerigel. Ein Wampel. Ein Robal. Und hier haben wir Matsurika. Und wir haben, oh, Xerox in Holo, Leute. Wunderschönes Artwork. Schaut euch das an. Und nochmal hier. Matsurika. So, die packe ich mal auf die Seite. Nehmen wir nochmal kurz das Kaporiki weg. Haben wir hier die Holos. Jetzt noch eine GX zu ziehen. Wäre jetzt noch nice. 2 Packs. Wir nehmen das Relaxo. Mein bester Freund mit seinem Evoli. So Leute. Das Packlack ist da. Und jetzt haben wir das neue Pack. Und hier, Leute, nochmal ein Code auf meinen Nacken für euch. Gut. 3, 4. Wir haben Pflanzenenergie. Ein Alola Georock. Rockos Durchhaltevermögen. Ein Pupita. Dann noch das Lavita. Anton. Ein Vulpix, Glandiatri, Alola Kleinstein, richtig nice Frisur, Bro. Wir haben hier Voltilam und wir haben nichts, es ist ein Alolo Coco Vibe. So, okay, wir haben jetzt noch ein Pack. Pack, lass mich nicht im Stich. Ich brauch dich, Gengar. Gengar, lass mich nicht im Stich. Schenk mir eine GX. Okay, Leute. Ich habe ein gutes Gefühl. Hier nochmal der Code auf meinem Nacken. So. Ich spüre es. Es gibt irgendwas Schönes hier drin. Fühlt sich so schön an. Und Leute, ihr seht es. Eine Energie. Keine Ahnung, was für eine das ist. Ich glaube Psychoenergie. Hin und her. Ein Glutexo. Dann haben wir Martin. Ein Paras. Eliseba. Ein Skalik. Taubsi. Ein Gramokles. Mimigma. Und wir haben ein Latios GX. Leute, muss los. Tag Team Modus ist am Start. Die Karte habe ich mir gewünscht. Ein Doppel-Pokémon. Latias und Latios GX.
Bruder muss los. Vor allem, Leute, es ist eine Full Art? Ja, es ist eine Full Art, Leute. Seht euch nochmal das an. Latias und Latius GX. Leute, lasst ein Abo für diese Karte raus. Lasst ein Abo da. Ein Like. Leute, nicht vergessen. Hier haben wir nochmal das wunderschöne Mimigma. So, die drei guten Karten. Die Holo Kapuriki aus Holo Shebox und Tag Team Latias und Latios. So, Leute, das war's erstmal mit diesem kleinen Unboxing. Und Leute, hey. So, nur für euch heute. Diese Karten. Dieses Pack. Diese Münzen. Diese zwei Karten gehen auf meinen Nacken. Und Leute, wenn ihr diese Sachen auch braucht, die kann ich auch irgendwo reinmachen. Die könnt ihr von mir aus auch haben, weil ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Bei mir landet es definitiv irgendwo, wo ich es nicht mehr finde. Aber hey Leute, nur für euch diese Sachen. Und wenn ihr fleißig seid, wenn ihr schöne Abos reinpackt, dann vielleicht mache ich in meinen Packs von diesen Holokarten etwas rein. Und mit ganz, ganz viel Glück könnt ihr auch noch Kapuriki oder Xerox gewinnen. So Leute, also wisst nicht, vergesst nicht, lasst ein Abo da, ein Like und kommentiert mit einer Zahl von 1 bis 50, um diese Sachen zu gewinnen. Ich werde euch dann auf Instagram oder so Bescheid geben oder auf Facebook. Ihr müsst euer Name auch noch reinschreiben, entweder Instagram oder Facebook, damit ich euch kontaktieren kann, wer gewonnen hat. Also Leute, ihr wisst, ich spiele auch noch Spiele nebenher. Und heute Abend kommt noch, werde ich ein Video aufnehmen von Assassin's Creed, ein Part. Und den nächsten, also morgen, werde ich, also es werden noch Streams kommen. Es werden Videos kommen von Assassin's Creed. Und neu dazu wird noch Resident Evil 2, das Remake, kommen. Werden im laufenden Tagen, also heute Morgen, werde ich ein paar Videos machen. Und es wird die nächsten Tage Resident Evil 2 und Assassin's Creed 2 kommen. Also Leute, lasst auf Liebe ein Like, ein Abo da und ein schönes Like für Latias und Latios. Ihr wisst Bescheid, ich bin's, euer Juicy the Giant. Peace out. Leute, vergesst nicht, abonniert, Like da lassen und sagt euren Freunden Bescheid. Hier gibt's krasse Gewinnspiele. Pokémon-Karten auf meinen Nacken. Ciao, Leute. Haut rein, euer Juicy the Giant.